So, weiter geht's gleich. Wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Das ist so cool, wenn die Schiffe aus dem Hyperraum angesprungen kommen. Ja. So pup, 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 pup. Ja. Das finde ich immer so geil. Aber ich frage mich immer, wenn halt so jetzt 10, 15, was auch immer Schiffe gleichzeitig kommen, so mit unterschiedlichen Landepunkten auch, dass sie halt nicht zusammenrauschen. Das können die ja vorher gar nicht berechnen. Die wissen doch nicht, wer da noch landet, so manchmal. Das sieht immer so aus, die müssen da alle zusammenrauschen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie die Nee. Da ist ja schon ein System hinter. Das ist ein bisschen komplizierter, aber. Also, man hat es ja gesehen im Kino auf der Leinwand. Das ist ja ein Film, weißt du? Ja, was? Und die wollen natürlich, dass das cool aussieht. Ich dachte für einen Augenblick, du willst was Vernünftiges sagen. Mein Fehler. Okay, jetzt erklärt er mir das. Was sagt er jetzt wohl? Schieß mal lieber. Das sieht ja schon ganz schön geil aus, wie die ganzen Überreste im Sand liegen. Geil aus. Schade, dass es keine Cockpit-Perspektive gibt bei den Rogues-Spielen. Die habe ich jetzt gerade wieder auf dem PC mit einem Emulator zum Laufen gebracht. Da ist immer noch eine Cockpit-Perspektive. Geht es aber gar nicht bei diesen blöden Wolken. Nee, warte mal, es gibt doch eine Cockpit-Perspektive. Sagen, ja. Ist ja Quatsch, ist ja Unsinn. Ich wollte gerade sagen, gibt's ja, genau. Das sieht aber auch eher nach Rebel Assault als nach, X-Wing aus. Also vom Spiel her. Von den Anzeigen jetzt her? Oder? Ja. Ach, wie geil die Anzeigen in X-Wing waren. Na gut, aber da haben die ja auch eine Rolle gespielt, ne? Also ich meine, da brauchtest du ja die Information. Aber ein paar kannst du auch irgendwie trotzdem anzeigen und so Schilde. Da ist doch gar nichts. Doch, da ist so ein komisches Ding da in der Mitte. Das muss jetzt ja nicht alles funktional sein. Wir fliegen jetzt erstmal dahin. Aber da muss doch, also irgendwas sollte doch anzeigen, so, dass man das Gefühl hat, man sitzt im Cockpit, wo der Pilot auch was mit anfangen kann. Aber was macht der Pilot nicht im Cockpit? Er guckt halt raus. Der große Fenster, schießt Raumschiffe ab. Hier so, zack. Piep, 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 piep. Der braucht auch gar keine Anzeige, der hat doch Auto-Aim drin. Bomba! Es geht los! Das macht alles das Schiff. Das war's. Teil Bomber, das war auch mal schön. Noch Ziele. Nicht. Wenn du in so einem A-Wing saß oder so, also nee. Teil Bomber. Die hat nicht viel zu melden. Naja, obwohl manchmal war es ein bisschen schwierig. Manchmal waren die Laserposition so, dass du immer genau dazwischen geschossen hast. Ja, das war ich jetzt aber ein bisschen eindrehen. Waren jetzt schon relativ langsam und nicht sehr wendig. Ja. Das ging immer schon ganz gut. Ja, er macht mal was. Er schießt sogar mal. Boing, boing, boing! Piu, piu, piu! Okay, das war's. Commander. Der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Halt! Wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Weil es draußen jetzt so wahnsinnig schwer war, die abzufangen. Ich weiß, oh. Das war meine. Wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Kerndetonatoren. Wir haben die doch total einfach draußen abgeschossen. Naja. Ja, aber so können wir es gleich. Hier sieht schöner aus. Mehr auf einmal ausschalten. Was haben sie dafür Zweite Weltkriegswaffen zusammengebaut? Das sieht halt ein bisschen seltsam aus, das ganze Gerät. Das ist auch geil. Das hat dann natürlich keine Zieloptik. Obwohl es oben so ein Ziel wie sieht. Andererseits, gut, wie soll man da auch mit dem Auge hinkommen? Das ist da vorne rangemacht. Wer hat denn das gebaut? Oh, wir haben neue Fähigkeit in der Mitte. Ach, Heilung. Ah ja, gut. Impuls kann man will. Über das Ziel hinausgeschossen. Scheiße, wo? Ich hab auch schwere Waffen. Ist total schwer, die Waffe. Ordentliche Schussfrequenz. Bitte? Ordentliche Schussfrequenz. Die haut rein. Ja. Wenn ich auch nicht ganz den Aufbau der Waffe verstehe. Ich muss die verschiedenen Einzelteile mal genau angucken. Ich habe ja Zeit dafür. Das passt überhaupt nicht zusammen, oder? Das sieht so gut aus.
Ja, wurde wahrscheinlich die Prop-Abteilung gefragt, ey, haben wir noch irgendwelche Teile übrig? Über, wir müssen für das Videospiel noch irgendeine Waffe ausdenken. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Abstand gibt, wo man die erste Ordnung Sturmtruppler-Waffen hat, weißt du? Diese weißen. Vielleicht kommt es noch. Aber ich glaube nicht. So, was machen wir hier unten nochmal? Ach, wir schalten die Panzer aus. Und was ist unser großer Plan? Im Grunde genommen ist nur eine Flotte gegen die andere momentan, oder? Das Imperium. Oh, warte mal, ich muss entdecken. Aber wo jemand mal ganz gut erzählt hat in den Kommentaren, aber das war wohl auch Wissen aus diversen Romanen, die in dieser Zeit angesiedelt sind. Ja. Gibt es denn schon wieder so viele aus der Zeit? Weil doch die ganzen alten nicht mehr erzählen. Anscheinend schon gibt es auch neue. Auf jeden Fall bei dieser Operation Asche, was bei uns nicht so ganz rüberkam, also teilweise durch Gelaber, was auch nicht so super erklärt, weil wir uns ja gewundert haben, warum sie diesen imperialen Planeten zusammenschießen und so. Hast du das gelesen, den Kommentar? Nee, das habe ich nicht gelesen. Das also ich habe ein paar Mal gelesen von wegen, es ergibt alles voll Sinn und es wird alles voll erklärt, aber ich habe es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, also es ist halt die Operation Asche, das verrät der Name ja auch ein bisschen. Dann, oder der Name erklärt sich dann. Ist praktisch so ein Racheplan für den Imperator, dass er das so ein bisschen wie Adolf damals sagt, das Imperium ohne ihn ist es gar nicht würdig und nur so ein paar Ausgewählte sollen übrig bleiben und die ganze restliche Imperium schießen sie auch zusammen mit. Ach so, super. Also der hat, deswegen hat er diese Anweisung an diesen Androiden gehabt. Ja. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Und ja, deswegen ist das alles so ein Plan, wo ein paar Eingeweihte sich dann auch gegen das Imperium richten. Deshalb wurde die eine da rausgeholt. Und da alles zusammenschießen, ja genau, und die anderen sind es alle nicht wert und nicht wichtig und die haben selbst Schuld. Okay, nichtsdestotrotz würde ich kurz sagen, da das, wenn du hast es ja gerade schon mit dem Plan von Adolf Hitler verglichen. Ja. Auch nicht unbedingt die besten Pläne. Also. Das ist am Ende alles nicht so gut geklappt. Ja. Wenn ich das mal noch so anbringen darf. Weil beide hatten für eine Zeit lang einen echt guten Lauf. So, also erstaunliche Erfolge eine Zeit lang und dann war nicht so. Aber wie geil mal. Ganz genau. Ja? Wie geil mal. Ja, ich wollte gerade nicht dazwischen reden. Wie sonst die ganze Zeit. wie geil ist, ich mir vorgestellt hätte jetzt in TIE Fighter, dem Spiel halt, wenn du wirklich im Sternzerstörer so einen Hangar gehabt hättest, so ähnlich wie es sich im Wing Commander 3 oder so oder später war. Ja. Weil ich gerade die Modelle sehe, wenn du halt in den Hangar läufst und das so als 3D-Modell der TIE Fighter da steht und dann einsteigst. Ist ja der Hammer gewesen. Oder halt so, das gab es ja teilweise in X-Wing Alliance, da gab es ja dann hübschere Modelle von die anders. Und dann, das gab es ja in den Rogue Squadron 2 und 3 Spielen. Ja. Da hast du das ja tatsächlich im Hangar dir das Schiff ausgesucht. Das war aber nur wieder raus, oder? Ja. Das wäre auch cool. Das wäre echt cool gewesen damals, so in den Hangar zu gehen. Weil das war doch bei Wing Commander 3 schon mal, diese Startsequenz war immer schon der Hammer. Ja. Alles hochgefahren, so wieb und das rausgeflogen, cool. So geil. Das hat so ein bisschen gefehlt bei TIE Fighter. Oh, ihr Lambda-Angeber. Nee, gab's doch auch bei TIE Fighter diese Starts zwischen. Nee, das waren eher diese Sequenzen beim Wechsel zwischen den Schiffen und solche Sachen, ne? Ja, aber es gab nicht diese so eine Startsequenz vergleichbar mit Wing Commander 3, meine ich. Nee, aber es gab doch diese Sequenzen, wo du, wenn du zum Beispiel von einem Schiff zum nächsten geflogen bist. Es gab schon so Sachen, ja. In den Kampagnen, wenn du zum Beispiel vom Hauptschiff in die einzelnen Kampagnen gestartet bist, dann kamen doch auch immer diese Sequenzen, wie du irgendwo hinfliegst. Das gab's schon, aber ich meine jetzt halt wirklich so aus dem Hangar raus, ja, und wie ja, schön. Ja. Das wäre halt schon schön gewesen. Aber. Nee, aber das gab's auch. Oder gab's das bei X-Wing? Es gab doch diese, wo man wirklich von draußen das Schiff sieht, den Hangar von draußen. Und dann fliegt das Schiff raus. Nee, aber nicht bei X-Wing oder TIE Fighter. Da ist dann im Raum gestartet dann. Bitte? Man ist halt im Raum draußen gestartet, im Weltraum. Ja, aber vorher war doch noch so eine kleine Sequenz. Du standest doch, du hattest doch, du hast doch dann diesen. Du hast nur links immer
du hast nur links immer so ein Bild von den verschiedenen. Du konntest ja. Du hast ein Standbild gehabt von dem Hangar so ein bisschen, aber auch nur genau. So von dem Raumschiff in Nahaufnahme. Von der Seite. Genau. Weil du konntest in TIE Fighter zumindest, in X-Wing ging das nicht. Jedenfalls nicht am Anfang bei den normalen Missionen, ich glaube bei den Erweiterungen eventuell. Bei den TIE Fighter Spielen konntest du. Auswählen, welche Schiffe. Kannst du welches Schiff und auch die Bewaffnung auswählen, ob du Ionentorpedos mitnimmst oder genau, andere. Genau. Das hat, fand ich mal ganz gut, weil es dich so ein bisschen belohnt hat, wenn du halt bei der Missionsbesprechung gut aufgepasst hast und vielleicht überlegt hast, nee, ich nehme jetzt doch die Art Raketen mit oder ein anderes Raumschiff. Genau. Und da hast du so ein 3D-Modell schon gesehen, aber auch nicht das 3D-Modell, was du später im Weltraum im Spiel gesehen hast, sondern ein besser gerendertes, wenn du dein Raumschiff ausgesucht hast. Ja, aber ich meine halt nicht so wie jetzt, dass du halt in einer Art 3D-Bewegung so in den dieses, Hangar gehst, genau, und dann neben dem Raumschiff stehst und dann einsteigst, das meine ich halt. Das wäre halt geil gewesen. Ja. Aber ich fand halt diese Losfliegsequenzen von außen aus den Schiffen schon auch immer sehr cool. Es gab auch schon so eine Sequenz, jetzt alles hat aber nicht die Spielgrafik, es war alles noch so. Ja, aber noch gemacht. Genau, ja, das gab's schon. Aber sollen wir jetzt mal erklären? Sie muss ein bisschen rein. Ja, egal. Ich denke schon. Wahres Glück an? Hier ist Starhawk Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Die da hinten stürzen doch schon fast ab hier. Die da so rumhängen. Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir tun. Dass wir den einen Hangar zerstört haben. Nicht etwa einen von den Hangern von den Schiffen da oben oder so, aber hier von dem hier. Na gut, dann fliegen wir da mal hin. Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Das wäre schon geil, wenn das so ein wirkliches, also wenn es wirklich irgendwie alles ein bisschen was bedeuten würde, oder? Also das als Setting so, in so einem Spiel, wie halt früher den X-Wing und TIE Fighter spielen, wo es halt wirklich drauf ankommt, was du leistest als Pilot. Das ist ja hier wie auf Bahnen alles, steht ja alles fest. Du kannst ja eigentlich nicht versagen, es sei denn, stellt sich super doof an. Ja. Ja, gut, aber das ist der Weg. Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Heiliger im Anflug! Holen wir sie uns! Ich habe es halt jetzt bei Rogue Squadron wieder gemerkt, dass das, Rogue Leader ist das vom Gamecube, ne? Und Rebel Strike. Dadurch, dass es ja auch echt gar nicht mal so einfach sind, die Spiele. Die sind echt ist das, schwer zum Teil. Ja, vor allem, wenn du, also zumindest wenn du die Medaillen haben willst. Ne? Also gerade so kommt man meistens durch. Ach, es gab auch ein paar schwere Missionen, richtig. Oh, der ist auch schon fast im Boden drin hier. Da hinten. Das für komische Dinge da hinten. Lippe Grafikfehler. Aber da fühlt sich das halt echt wertig an, wenn du was schaffst. Also, das ist richtig so, boah, geil, ich hab das jetzt, das war jetzt was wert. Inferno, die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung, wir landen bei Ihrer Position. Es ist ja auch, das ist auch was man durchaus, was ich jetzt in sein Tinder-Profil schreiben kann. Da stehen die Ladies drauf. Natürlich, hallo, das ist der erste Satz. Ja? Goldmedaille bei Todessternzerstörung. Ja. Ja, hallo. Da ist praktisch gewonnen. Ist das Oberteil schon auf. Um auch in dieser Folge wieder ein bisschen Sexismus reinbringen zu lassen. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Triff und ich holen es. Sie sind. Wie man Orbitalangriff. Heilung hatten wir doch schon. Heilung hatten wir eigentlich schon, aber jetzt kann man das vielleicht reinpacken. Zeig mal her, was gibt's denn hier? Was, wir machen jetzt mal das Ding noch rein. Zack. Nur so ein Heilbot. Ach Mensch, schön angucken kann man das immer. Commander, das Fernglas ist in der Nähe. Wer sein Fernglas nicht mitnehmen kann. Wahnsinn. Das hätten wir nicht. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Das hätten wir nicht vom Schiff aus machen können. Hm, ist irgendwie gelockt, da fällt so ein Marker halt, ne? Achso, jetzt lädt er erst noch nach. So, jetzt wieder.
wirkt ein bisschen unbeeindruckend. Ich wollte gerade sagen, ich warte ganz da drauf, also, und denke immer, wann kommt denn jetzt der Metallschlag? Stell dir mal vor, du bist irgendwie. Hä, man sieht ja wirklich nichts. In so einer geilen Zukunft und dann machst du Orbitallaser und dann ist das alles. Man sieht ja nur das Ergebnis. Oh, schau mal, wer hier vorne ankommt. Also, das war maximal unbeeindruckend. Also, Khan hatte coolere. Nee, nicht Werder, wie hieß er? Wie heißt er denn von. Bei Command Conquer war es besser. Oder? Bei Command Conquer ja, war es besser. Ja, wie heißt er denn? Kane, so rum. Kane hatte geilere. Ah, nee, das war der GDI, die Ionenkanone hatte. Ja, die waren geil, die Ionenkanonen. Ionenkanone feuerbereit. Wir haben große Verluste. Oder bei StarCraft, da in der Nuclear Launch. Ja. Launch Detected, das war auch geiler. Das war mal ein Spaß im Multiplayer. StarCraft 1. Eine der besten Sachen. Die gegnerische Armee, die irgendwo auf der Karte zusammenzieht, und schon Nuklearschlag reinbomben. Die Kampfläufer kommen immer noch. Das war in den Rogue Squadron-Spielen auch immer so geil, dieses mit der Harpune die AT-ATs zum Fallen zu bringen. Weißt du noch? Ja, klar. Super geil. Das reicht, Starhawk. Evakuierungszone. Vielen Dank! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Ach da. Jo, was macht sie denn da? Sie wird beschossen. Ach so. Das ist ja geil. Sie hält eine Menge aus. Wo sind unsere X-Wings? Scheiße. Oh. Jetzt sind die Lambda-Shuttle aber auch so aus der Kategorie Call of Duty's Hubschrauber, oder? Hört sich noch nicht ganz halt ab. Bin ich nicht ganz sicher, was das hier alles auf dem Boden soll. Ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, warum, um was kämpfen Flotte? Die denn da? Wie geil sind die Schiffe gerade explodiert? Oh Mann, ey. Also da muss man echt... Oh Gott. Das ist schon, also wir haben es natürlich auch dadurch blöd Gelaber auf jeden Fall verpasst, das ist ganz sicher so. Du sollst den verteidigen hier, damit irgendwelche anderen Leute evakuiert werden können oder so. Ach so. Wer denn überhaupt? Warum haben wir nicht einfach ab? Warum haben wir nicht das... Warum ist das Geschütz weg? Ah ne, weil hier sind. Gut, dann mache ich die halt noch kaputt. Das ist geil, dass das Schiff da direkt drauf gelandet ist, statt von oben die zu zerballern. Wenn wir Leute einsteigen können, nicht schnell. Ja, aber ich meine... Das zerstört ja vielleicht noch die Läufer. Ach ja, die ganzen schönen Assets. Okay. Wo war es das jetzt? Ist da hingeflogen? Guck mal, der eine, der hier noch rumläuft. Ja. Hallo? Haha! Dein X-Wing steht bestimmt noch irgendwo rum. Achso. Hoffe ich doch. Sonst? Sie haben eben auch gesagt, los geht's, dann hast du noch gebummelt. Nein, nicht aufgepasst. Wie immer. Danke, Commander. Ja, selber danke. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Hä? Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Ey, weißt du was, Schrift? Fast anders hätten sie Spaß dabei. Für den Scheißspruch, weißt du, für diese Lobhudelei kriegst du hier... Ich bin wohl an den Abzug gekommen. Ich bin nur an den Abzug gekommen. Ey, weißt du, wirklich. Baut einen geilen Orbitalschlag, dann kann gerne eine Ingame-Figur sagen, das war der geilste Orbitalschlag, den du je gesehen hast, aber... Ey, der sorry. Der hat kein Command Conquer gespielt. Ja, aber dann gehört er hier sowieso nicht mitgenommen. Er sagt auch X-Flügler. Also hier gab es ja echt geile Sachen zu bestaunen in dem Level, aber der Orbitalschlag war es mal echt nicht. Chris, stoßen wir zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Captain Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber
Ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Ernsthaft? Jetzt hat sie wirklich diesen, am Anfang diesen heute stirbt die Rebellion-Satz umgemünzt auf heute stirbt das Imperium? Wirklich? Das ist eigentlich genau umgekehrt. Bei den Schüssen haben ja die hat das Imperium ja grüne Laserschüsse und die X-Wing solche rote. Das ist bei den Lichtschwertern genau umgekehrt. Es wäre schön, wenn mein Zielkreuz aus der Zwischensequenz rausgenommen wäre. Vergessen. Was war das? Hast du weg reingeglitscht? Er hat uns gefunden. Woran erkennen die eigentlich die unterschiedlichen Sternzerstörer? Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Vom Chef ist tiefer gelegt. Oh, aber also man muss halt trotzdem sagen, man kann sich an diesen ganzen Sachen, also ich finde, man kann sich da nicht satt dran sehen. Diesen ganzen Design, den ganzen Schiffen und so. Aber ich finde, das haben sie alles, wie gesagt, in der Originaltrilogie geleistet. Andere ist dann nur so. Ja, das andere ist halt so ein bisschen nachgebaut, also ja. Die Formen irgendwie übernommen und neu interpretiert. Einer weniger. Wenn wir gerade von Designs reden, das habe ich jetzt auch durch einen YouTube-Kommentar gelesen. Weißt du, wie der HR Giger mit vollem Namen heißt? Nee. Das ist ja, die Leute, die das nicht wissen, der die Aliens designt hat, also aus den Alien-Filmen. Und auch sonst. Ein Schweizer, oder? Ein Schweizer, auch sonst sehr abgefahrene Designs. Hat ja noch mehr gemacht, alles in diesem organisch-futuristischen. Diese Mischung, diesen komischen Stil, der so sehr unheimlich ist, also wirklich fies. Der ja irgendwie auch so ganz Haus designt und Stühle und also alles Mögliche halt. Dieser komischen Mischung aus organischen, futuristischen Sachen. Also so ein fieser Typ, der so echt albtraumhafte Sachen macht. Und der heißt halt Hans Rüdi. Was? Hans Rüdi. Das ist also HR Giger. Das klingt halt schon ordentlich fies. Und heißt aber Hans Rüdi. Hammer. Musst du so lachen, dass der Hans Rüdi heißt. Das passt also überhaupt nicht. Hat jemand anders geschrieben, der auch Schweizer ist. So ein bisschen, Wer ist der Nächste? Die Abkürzungen sind aber so ein bisschen cooler. So wie bei Scooter. Was ist denn Scooter, die Abkürzung? Nein, Scooter nicht, aber der Sänger. Hieß er nicht HP? HP. Ja, so, sind ja auch Hans-Peter einfach. Das war so dein richtiger Name. Ist so, ja. Oder damit ist oh, was ist jetzt los? Ach, jetzt kommt Hast. Ach, guck mal, Hast kommt. Ja. Das ist hier der. Völlig unvorhergesehen taucht der Hass nochmal als Gegner auf. Ja, aber also mit Hans-Peter hat er, glaube ich, auch nicht so eine Karriere gemacht. Stimmt allerdings. Was ist eigentlich? Schau mal, der weicht auch tatsächlich mal so ein bisschen aus. Ja, der Hass ist halt nicht so ein Depp wie die anderen. Ja. Das ist aus dem Tide Advanced, oder? Ist der? Ja, Tide Advanced. Nachdem alle anderen Prototypen-Projekte ja irgendwie immer gescheitert sind. Ja, irgendwie schon. Chef, wir könnten noch mehr von diesen Sonnensegelflügeln anbauen. Okay, gute Idee. Wir müssen drei gibt's denn auch noch. Ja. Wer ist denn nochmal? Habe ich was zum Zielen? Torpedo raus! Nee, Moment. Schau mal, die können doch ein bisschen ausweichen. Husk. Wenn ich jetzt TIE Fighter, bräuchte ich drei Schüsse, oder? Für ein TIE Advanced? Drei Volltreffer? Von allen vier Kanonen? Ein TIE Fighter brauchte zwei Treffer. Auch zwei wahrscheinlich, ja. Und nicht nur halt komplett fürs Limit. Bomber weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Bomber mehr gebraucht worden. Das schon. Aber waren TIE Advanced drei Schuss oder vier? Die Freiburg klingt ein bisschen wenig gerade. Alter! Achso, nee, warte, das ist das Falsche. Falsche Taste. Sorry. Falscher Gegner. Ich
zwischendurch mal anders mitnehmen. Aber jetzt ist es sogar gut, ja. Die will doch nur Papa 1 auswischen. Ach, ich ziehe aber auch immer auf die falschen Einheiten. Jetzt würde man dem Squad wahrscheinlich eigentlich gerade sagen, hier, unterstützt mich. Manöver hier. Oh, 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 oh. Abenteuerlich. Wuhu. Falsche Ebene. Wow. Alter. Der Squad schon repariert. Das ist doch D97. Nee, D10. Dena. Der hasst gerade nicht mehr viel. Ich würde ihm gerne noch einen Torpedo reinhauen. Weil er keine Reparaturen mit dabei hat, ne? Bitte? Ah. Jawohl. Commander, hören Sie mich? Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Körbe in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Oh. Was macht sie denn? Die haben keine Schleudersätze, oder? Nicht, dass ich wusste, aber im Raumschiff im Film nie gesehen. Obwohl, im Spiel konntest du schon. Stimmt, du konntest im Spiel aussteigen. Ja, genau. Dann wurdest du eingesammelt. Das war mal ziemlich mies. War so gefoltert, weil man ja, so... Ja, wohl gefoltert, genau. Ja. Das war knapp. Cool. Das ist schon mal cool, auf dem Sternzerstörer drauf. Mir geht's gut, da. Oh, das ist echt geil. Sie und Schrift folgen dem nächsten Notsignal. Aiden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Aiden, nein. Was macht sie denn? Was soll denn das? Jetzt ist man halt manchmal mit meinem Halter. Ich sehe sie. Was machen die denn vor allem hier? Warum stehen hier? Warum sind die denn draußen auf dem Sternzerstörer? Das ist die Putzkolonne. Ey, habt ihr euch Beschiff mal von außen angeschaut? Ist total verdreckt hier. Putz mal ein bisschen. Deswegen sind es auch wieder Frauen. Wenn jetzt die Rebellen kommen. Heute nehmen wir mal alle mit. Alle Gelegenheiten. Alles einpacken. So, alle einsteigen. Jeder darf mit. Ich will den Dings, den normalen Filmblaster. Ach, scheiße. Nimm doch die Scheiße wieder mit von vorhin. Oh, warte mal. Wie heißt denn der? Das ist cool. Wie der heißt. Nimm noch mal auf die Waffen. Ich möchte wissen, wie diese blöde Waffe von vorhin hieß. Diese alberne. Die ist hier. Da. RT-97C schwerer Standard. Es war aber klar, dass das eine RT-97C ist. Ja, das habe ich mir vorher gesehen. Es hätte auch eine D sein können, deswegen fand ich ganz sicher. Ja, nee. Aber in den frühen Produktionsjahren war die doch recht schnell zu erkennen. Das, ja, nee, das ist... Zum Glück, der stürzt da immer ab. Da ist immer einer drin. Aber vorhin wurde es nochmal... Wurde es nochmal richtig emotional, oder? Mit dem Dell. Der hat da nochmal so einen total emotionalen Blick geworfen. Auf der Brücke, weißt du noch? Ja. Und. Ja. Ich glaube, da geht was bei den beiden. Die haben halt viel zusammen durchgemacht. Oder? Wir haben halt viel zusammen durchgemacht. Das ist eine professionelle Beziehung. Professionellen kenne ich mich aus. Ich habe mir jetzt überlegt, wie drehe ich denn die Geschichte jetzt? Ich habe mich ganz allein. Ich habe nicht so ganz aufgepasst, um was kämpfen die hier eigentlich gerade? Also das haben wir uns doch vorhin schon gefragt. Was ist denn so geil an diesem Dingsplaneten? An diesem. Wie sieht's aus, die Dinger? Alter! Hä? Hast du gesehen, die ist gerade durch das Schiff geschoben worden. Ja, ist warte mal, das war das jetzt hier die richtige? Lag an der Waffe. Ja, natürlich lag es an der Waffe.
Nicht an meinem geilen, aufmerksamen Spiel hier. Und das habe ich irgendwie vorhin verpasst. Dann hat das Imperium ist halt da und dann wird halt geprügelt, geschlägert. Ich mag die Waffe ganz gern. Das ist irgendwie ein bisschen cool. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, dass man. Oh, schau mal. Schwebehaini. Jetzt geht's los. Ich nenne ihn nur Schwebehaini, aber Jetpack geht auch. Ein bisschen aufpassen mit den Lebenspunkten hier. Achte da mal nicht so doll drauf. Nee, man denkt sich immer so, ja. Das würde ich schon aushalten. Schon. Das muss die Eiden abkönnen. Wenn wir den Druiden nutzen, um einen auszuschalten. Das ist immer schön. Mann, ich könnte mich ja auch mal heilen. Das Dumme ist. Oh, scheiße. Diese Shotgun, die sie rausholen kann, das bringt mir jetzt hier gar nicht so viel, weil ich gar nicht so nah rankomme. Beziehungsweise. Das Ding ist eh tausendmal besser hier. Ach, jetzt mal vielleicht heilen. Ja. Da kriegt man aber auch noch ganz viel raufgepusht, oder? 600, also das für eine Kurzzeit, also wenn du einen wirklich schweren Gegner hast. Hast gesehen, wie geil der weggeflogen ist. Du kriegst halt 600 Lebenspunkte und dann geht's wieder runter auf 100 langsam. Ja. Also das ist halt echt so, wenn du auch mal siehst, so, das wird schwer. Was war denn das bitte? Der hat keinen Bock gehabt, der hat sich halt mit dem Catalyst-Stick. Hä? Einfach mal weggebombt. Aber ich war doch nicht so kaputt. What the fuck? Heißt die mal zusammen hier. Ja, ich habe auch keine Geduld mehr. Das merke ich auch. Wenn man so ungeduldig wird, dann wird man so, ach, ich stürme da rein. Das war in den Dark Souls-Spielen immer so krass tödlich. Ja, aber hallo. Wenn du immer so denkst, so jetzt an einer Stelle, so, vor allem du willst dann nur manchmal noch zu einer Stelle, die eigentlich schwer ist, denkst du, jetzt renne ich da mal schnell hin und dann wirst du von so einem Standardgegner auseinandergenommen für dich. Das war super. Du verlierst schön alle Punkte. Das passiert hier zum Glück nicht, von daher. Wir nehmen nur ein Street Press. Das war ein bisschen durchgeglitscht hier. Das ist mir bei Nio letztens wieder so blöd passiert. Also Standardgegner dann irgendwie sich ewig aufgerieben. Kam der Bosskampf, kein Ding. Aber Standardgegner vorher 5-mal gestorben. Weil so nach dem Motto, nee, für dich habe ich keine Zeit, da gucke ich nicht genau hin, was du machst. Und zack. Strafe. Nio habe ich ja damals in der Beta gespielt, mochte das auch ganz gerne. Aber auf Dauer habe ich gemerkt, sagt mir das Setting einfach nicht zu. Ja, das kann ich verstehen. Das war einfach, hat mich auch nicht so gerissen. Das war ganz nett, aber. Nicht jedermanns Sache bestimmt. Oh! Ups. Da klopft jemand. Aber er hat nicht gewartet noch. Das heißt, da muss einfach rausgehen und alle zusammenschießen. Das sind 600 HP. 6 Leben. Aber es geht halt echt schnell runter, ne? Ja, schnell zu kriegen. Wie in echt, das Leben geht schnell runter und kaputt. Weil man sich ja auch nicht hinlegen kann. Ist wahrscheinlich zu unbequem in so einer Rüstung. Außerdem, in dem Spiel wären die ja. Also, nee, ist klar, dass man sich nicht hinlegen kann. In dem Spiel wären die ja dreckig, die Rüstung. Tschüss. Ich bin hergeholt. Guck mal, der hat hier so ein nettes Schulterverzierung drauf. Nee, was wolltest du gerade noch sagen? Ich hab dich rüde unterbrochen. Du warst fertig, glaube ich, mit allem. Geh mal den Druiden hin mit Y, wenn du das Zeichen hast. Ja, kann auch mal ein bisschen arbeiten, ist dein Geld. Ach so, ja, stimmt. Das war total vergessen. Schon wieder so lange her. Ja. Stimmt. Da war auch noch ein bisschen was machen. Ja, völlig recht. Weißt du, Sturmpuppler, du hättest ja überleben können, aber nö, du musst ja umnerven. Er nimmt halt seinen Job ernst. Ja, stimmt. Man weiß auch gar nicht, wie gut die bezahlt werden, oder? Ist das eigentlich eher. Ist das ein gut bezahlter? Also ein sicherer Job ist es auf jeden Fall nicht. Wir müssen meinen Vater Zeitpunkt vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Ey, sie haben jetzt jahrelang Pilot gelernt. Wir haben hier dieses Schiff, was total schnell zerbricht. Steigen Sie bitte ein. Mach, überprüf deinen Fortschritt. Steht doch da. Soll mein Fortschritt unter in den Optionen nachschauen.
Huh? Was ist denn jetzt los? Das war ich nicht, der Wechsel in die Third Person. Kannst du auch schießen? Kann ich, also ich kann nicht in die. Kann ich schießen? Deswegen. Alter! Oh! Zuschauersequenz. Er ist noch da. Hacken bitte. Oh, Vater. Vater, du bist mein Vater. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. Leute, ihr könnt diese Darth Vader, Luke Skywalker Abschiedssequenz nicht einfach auf irgendwelche anderen Figuren copy-pasten. Was jetzt irgendwie zum zweiten oder dritten Mal haben, ist dieses, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Also im Deutschen ist es doch ziemlich eindeutig, wenn man sagt, weiß ich nicht, das klingt irgendwie komisch immer. Die Formulierung, die sie lieber benutzen. Also die Sachen, die sie jetzt gerade mit ihrem Vater gemacht hat, das hätte sie auch per Funk machen können. Ja, aber sie dachte, sie kann ihn überzeugen. Das war ja nicht klar. Das war auch voll der überzeugende Versuch. Ja, Papa, ich fasse dich kurz am Arm an. Ich glaube, ich komme, ja. Da sieht man wieder, dass ich nicht genug Emotionen in mir habe, um das nachvollziehen zu können. Wundert mich eigentlich, dass sie auf dem Sternzerstörer so Rettungskapseln haben. Vom Imperium würde ich überhaupt denken, so mehr. Wenn es halt kaputt geht, ist er kaputt. Pech gehabt. Kann man nur hoffen, dass die Rebellen in dem Moment nicht bei The Laser Pain. Pain by the Laser now? Wie, ihr küsst euch jetzt, dann gibt's was. Kommt ihr denn dahin? Keine Ahnung. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Oh nee! Oh fuck, ey. Aufhören! Ja! Naja, bitte. Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Es hätte eigentlich gut funktionieren können, wenn sie ein bisschen mehr Zeit den Figuren gegeben hätten, ne? Den Hauptfiguren. Ja, es kann so ein bisschen. Was genau sehen wir denn jetzt hier? Das Flaggschiff. Den Level, wie er von Anfang an aussah? Einen abgestürzten Sternzerstörer. Na, da hinten ist noch einer und da ist noch einer. We are in a bad place right now. Das ist jetzt also der Brückenschlag zu Episode 7. Haben wir Glück gehabt. Da, oh, hier. Oh, stopp, oh.
Tiefe. Das ist das, wo das Archiv vom Imperator ist, ne? Ja. Der Planet. Wo Luke sich den Kompass mitgenommen hat. Mhm. Oh. Ja. Den kennen wir doch. Alte Dell? Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie Dell, ne? Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Wie spielen jetzt nochmal? Spielen jetzt nochmal. Das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Okay. Okay, da kommt also noch ein Level. Wird es nicht. Und es wird auch nicht in dieser Folge gezeigt, was dieser Level noch bringt. Das ist ja okay, jetzt macht die Story nochmal einen Zeitsprung. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.